alter Ton. Moin, moin, Leute. Hier ist eure Footballerei. Hier sind der Flo und der Stolle heute. Moin, moin. Kleine Runde. Flo macht heute alles alleine quasi hier. Deswegen habe ich die Maschine hier. Ja. Und wir haben ja heute tatsächlich eine kleine Punktlandung hingelegt. Wir hatten gerade noch ein bisschen Internet-Connection-Probleme. Leichte technische Probleme. Ja, ich glaube, der Dauerregen in Hamburg heute macht hier alle Kirre. Und dann noch ein anderes Problem, was wir auch nicht auf dem Zettel hatten, ist, dass in den USA die Zeit schon umgestellt wird. Ja, denn normalerweise sind die Amerikaner eine Woche später dran als die Europäer. Und jetzt hatten wir eben schon ein, zwei Leute, mit denen wir heute sprechen. Und ich meinte, ich dachte, ihr ruft an. Ja, machen wir doch. In einer Stunde. In einer Stunde. Wir sind noch gar nicht im Studio. Also alles gut. Alles gut. Wir sind wach. Wir sind wach. Seid ihr hoffentlich auch da draußen? Wir haben Remo noch am Start später. Der überwacht so ein bisschen auch jetzt eure Kommentare und so. Ich dachte, Flo macht hier heute irgendwie alles. Ich versuche alles irgendwie einigermaßen. Bring mal noch ein Getränk, bitte. Ja. Themenmäßig In and Out ist Thema. Und sonst gucken wir zurück auf die AFC East, was Detti am Freitag uns präsentiert hat. Und sonst haben wir halt eigentlich so, wir haben zwei große Interviews. Kevin Davis ist am Start gleich. Linebacker Colorado State, der einzige Deutsche bei der Combine. Und unsere Hoffnung im Draft. Jason Johnson, unser guter alter Quarterback-Freund, wird sich mal die Rookie-Quarterbacks anschauen und auch mal ein bisschen drauf schauen, was mit den ganzen älteren Herren so los ist, die noch available sind oder available sein wollen. Wie auch immer, gibt es auch welche. Und dann haben wir noch ein schönes Interview mit Marcos Kuhn am Start. Also heute haben wir ein volles Programm. Lehnt euch zurück, stellt eure Fragen. Immer herzlich willkommen. Also ich sag schon mal, der Sigginger. Chris, schön, dass du dabei bist. Dafür hast du Zeit, aber hier sein kannst du nicht. Hier sein kann er nicht, ja, Frechheit. Heiko, schön, dass du da bist. Ja, insofern, In and Out, fangen wir damit an, oder? Ja, fangen wir an. Ja. Ich trinke mal einen Schluck. Also innen ist für mich und sicherlich auch für dich, Marshawn Lynch steht vor einem möglichen Comeback. Ja, ja. Er gehört ja noch den Seahawks, deswegen habe ich den Pulli nochmal angezogen heute. Die Rechte, ja. Aber wie geil ist das denn? Die Geschichte ist schon sehr geil. Marquette King, der Panther der Raiders, auch gleich Rookie-Treatment erwartet dich bei uns, wenn du kommst. Ja. Zur Erklärung, Marshawn Lynch kommt aus Oakland, ist ein Boy aus der Hood, wa? Böser Junge da. Böser Junge. Skittles-Monster von Oakland. Und die Raiders haben wohl, angeblich, ziehen sie Marshawn Lynch einem Adrian Peterson vor. Das finde ich das andere, was daran so interessant ist. Also Lynch ist sowieso natürlich verrückt irgendwie, ein Jahr nicht gespielt, jetzt wieder zurück. Vielleicht, es hat ja schon andere Spieler gegeben, die das auch gemacht haben, also Ricky Williams zum Beispiel, ja, länger ausgesetzt, oder Chris Carter. War ein bisschen länger rauchen. Also, und da hat es auf jeden Fall auch nochmal funktioniert. Also ganz abwegig ist es nicht. Ja, also ist halt die Frage. Ich meine, ich glaube, Reggie McKenzie ist ja im Büro gesessen gewesen. Er sagt, ey, ich spiele mir auf Fahrrad, hab einen Kasten Bier drauf, eine Tüte Skittles, dann fahren wir zu Lynchy rüber. Und dann hängen wir mal ab bei The Pool und dann quatschen wir ein bisschen. Also ich finde die Idee witzig. Aber die Frage ist tatsächlich, was bringt dir mehr? Ein Typ, der schon mal einen Super Bowl gewonnen hat, sagt, hat reicht. Wie viel Motivation hat der noch? Klar, für sein Hometown-Team, ja. Aber der andere Vogel, der hat richtig Motivation. Nach der Verletzung hat noch nie irgendwie groß gerissen in Playoffs. Ja, aber die Frage ist halt, geht da noch viel? Ne? Irgendwie scheint er, ja, bei allen Teams, aber er ist zu diversen Visits gefahren, Peterson. Ich glaube, er kostet zu viel. Er will zu viel Geld. Er will zu viel Geld vielleicht. Und Lynch, ich meine, die beiden GMs waren ja zusammen bei den Packers damals, ne? Also Die kennen sich, Seattle und von den Raiders, der GM. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die da irgendwie einen Deal aushandeln, weil die Seattle kann ja mit ihm eigentlich nichts anfangen. Jetzt haben sie Eddie Lacy geholt. Sechste Runden Draftpick, gut ist. Jetzt haben sie Lacy geholt. Ja. Und also wir werden es beobachten, auf jeden Fall. Michael, schön, dass du da warst. Und die Frage, ist der Sonntag jetzt der neue Montag? Nein, es ist einfach nur tatsächlich so. Ihr wisst ja, bei uns alles immer live und frisch gebacken und tralala. Und wir haben morgen tatsächlich wirklich ein Ressourcenproblem, Manpower ist nicht vorhanden, Technik teilweise auch nicht vorhanden, und deswegen haben wir uns gesagt, warum, wenn Sonntag aufzeichnen, ist auch Blödsinn, wer weiß, was heute Nacht noch passiert, und dann stehen wir blöd da, wenn wir das morgen um 19 Uhr präsentieren, also gehen wir heute live, ist eine Ausnahme, aber wenn ihr es total geil findet und 10 Millionen Mal mehr guckt als den Montag, wer weiß, dann macht ihr den Sonntag zum neuen Montag. Ja. Aber grundsätzlich ist der Plan normalerweise Montag. Auf jeden Fall. Ja. Out hingegen, was habe ich mir jetzt out aufgeschrieben, ist, also ich fand die zweite Woche der Free Agency
Ja, die hat es natürlich schwer nach der krassen ersten Woche. Aber ich war ein bisschen ruhig, ja. Natürlich, ein paar gute Runningbacks sind weggegangen oder Hightower ist dann doch noch nur irgendein zurück und ein paar nette Namen sind drüber. Aber es ist immer noch ein Cutler, ist noch zu haben. Wir wollen doch wissen, welches Team sich den Idioten aufhält. Ja, Adrian Peterson eiert von Team zu Team. Jamaal Charles, von dem hat man noch gar nichts gehört quasi. Und bitte, Free Romo. Was ist mit Tony los? Das ist doch ein bisschen schade. Das finde ich out. Ja, vor allen Dingen, also das, ja, mit Romo, also wie gesagt, ich habe das Gefühl, Jerry Jones wird ihn nicht zu den Texans gehen lassen wollen, Könnte sein. Aber was weil passiert mit ihm? im Das Staat, keine Ahnung, ich weiß nicht, sie hat, glaube ich, Angst, dass dann zu viele Sympathie in Texas vielleicht Wer weiß. rüberwechselt nach zu den Texans. Keine Ahnung, also was für ein Spiel sie da auch immer spielen, Aber ich finde es bleibt übrigens, interessant. Axel, wenn du uns gerade zuguckst, Free Romo, guter Stoff für ein neues Footballerei-T-Shirt. Auf jeden Fall. Ja, in ist Colin Kaepernick als Weltverbesserer. Peace Bruder ist gerade voll am Start, versucht da in Somalia ein paar Sachen an Start zu bringen, um da gegen die Hungersnot zu kämpfen. Ist eine coole Sache für jemanden, der eigentlich selber über seine eigene Zukunft so gar nichts weiß. Und für den es wahrscheinlich auch nicht so leicht wird, irgendwen zu finden, der sagt, ja, den halte ich mir auf deutsche Sache. Ne? Coole Sache, kann man auch mal erwähnen. Und Out ist für mich, das ist natürlich interessant hier als Steelers-Fan im Schlafrock. Heimlich. Big Ben hat am Freitag in einem Interview gesagt, ja, er tendiert dazu, 2017 zu spielen. Er macht hier so ein bisschen einen auf Brett Favre, ne? Will gebeten werden, Ja, so. ist so ein bisschen nervend, Und oder? vielleicht auch, keine Ahnung, dem Team nochmal zeigen, Ich meine, Jungs, Landry Jones hat ja schon wieder hat unterschrieben. unterschrieben. Super, also die Super. Zukunft ist safe. Ja, ich glaube, also wie gesagt, ein billiger Backup. Ja, aber was, also müssen die Steelers sich so Nee, doch die Quarterbacks angucken im Draft oder was? Naja, ich Ernsthaft? finde, also irgendwann müssen sie es sowieso tun. Also ich würde sagen, wenn dies Jahr, dann nächstes Jahr, weil ich meine, Big Ben, so lange wie Brady, glaube ich nicht, dass er durchhält bei den Verletzungen, die er schon hatte. Und dass irgendwann das Thema auf den Tisch kommt, wird, glaube ich, sein müssen. Ich glaube, jetzt ist es einfach nochmal, wie gesagt, entweder will er mal im Gespräch bleiben. Damals, als das erste Mal das aufpoppte, haben wir ja alle vermutet eher, dass es so ein bisschen darum geht, dem Team auch nochmal zu zeigen, Jungs, paar Verstärkungen noch her und wir haben jetzt die beste Möglichkeit, irgendwie nochmal einen Titel zu holen. Und ich glaube, dass er schon den Ansporn hat, weil drei Super Bowls haben nicht viele als Quarterback überhaupt. Und ich glaube schon, dass er das auf jeden Fall noch erreichen will. Und jetzt sieht er, glaube ich, die Chance dafür. Also Wir lassen uns ich mache mir da überraschen. nicht so große Du Sorgen. machst Ne? dir nicht so große Sorgen. Wir lassen uns überraschen. Hast du noch ein In und Out oder Nee, habe war ich es das nicht. bei Nee, dir? nee. Kommen wir nachher nochmal? Wohin? Nee, kommen wir nicht. Ne? Wir haben so Keine viel Ahnung. Wolltest du Interview. schon was Wir haben sagen? so viel. Oh. Nee, ich fand, dass mich die Cowboys auch noch auf einer anderen Ebene hätte auch ein Out sein können, fand ich, weil sie bis jetzt viele Verteidiger verloren Vor den haben, Cornerbacks und so, für ne? Cornerbacks verloren, Ja. alle Gegner in ihrer Division haben Aufgerüstet. aufgerüstet, was die Wide Receiver angeht. Also es ist so ein bisschen so ein, keine Ahnung, was passiert da jetzt? Wo ist der Plan? Was wird kommen? Irgendwie, keine Ahnung, man hört wenig. Das ist mir noch Das können aufgefallen. wir mal den nächsten Angriff nehmen. Ja. Machen wir uns mal schlau bei den Cowboys. Was ist da los? Was ist da los? Ja, Markus Eberstadt hat auch mit Adrian Peterson, beziehungsweise mit Marshawn Lynch, großartige Idee, aber wahrscheinlich nur ein PR-Gag. Peterson macht mehr Sinn, der steht noch mehr im Saft. Ja, das ist halt die Frage mit der Verletzung. Aber apropos mehr im Saft stehen, Jason Johnson ist unser erster Gast heute. Oh, super Überleitung. Steht er richtig im Saft? Jason sitzt schon eine Ja. Stunde vorm Rechner und Ja, wartet, ja, dass wir ja. anrufen. Insofern rufen wir Jason mal an. Jason ist nochmal kurz zu erklären. Unser Quarterback-Experte hat University of Arizona gespielt, da viele Rekorde gebrochen, dann Buffalo Bills in der Canadian Football League, auch in Europa gespielt. Und mit dem wollen wir auch mal so ein bisschen über die Quarterbacks im Draft reden, weil er sich auch gerade mit dem Thema Rookies sehr gut auskennt, weil er mit seiner Produktionsfirma viele Rookies begleitet auf dem Weg in die NFL, viele Filmchen über die Jungs dreht. Und natürlich auch wollen wir wissen, was denkt er so, Romo, Cutler, hast du nicht gesehen. Insofern rufen wir doch Jason einfach mal kurz an. Wartet schon sehnsüchtig. Denke ich Mal gucken, jedenfalls. ob die technischen Probleme jetzt behoben sind. Eben beim Test war er da. Da ist er. There he is. Here I am. What's up? Jason, how are you? Good, doing great, Seabass. What's Yeah. going on? Back in Seattle. Back in Seattle, yeah, I was deep into the NCAA basketball tournament, was embedded with Virginia Tech until your Wisconsin Badgers knocked us off, man. Yeah. So it wasn't that deep, actually. It was just second round.
Yeah, it was like the first day. Didn't Wisconsin pull off another win last night? Yeah, they beat number one, the reigning champion. Yep, defending champion, number one team in the whole tournament, Villanova. They knocked them off, and that's why they call it March Madness. Yeah, I mean, the Badgers are good in March. Only white boys there, but... Hey, they're good in the clutch, though. They're good in the clutch, and... You know, the Badgers, I think when they played Virginia Tech, that one guy hit eight or nine three-pointers. Yeah. I mean, if you get hot on the right day, then you're unstoppable. But this is the wrong sport now, so let's move on to the good stuff. Let's move on to the real sport. Yeah. You've been at the Combine, too. Yes. Tell us a little bit why you were there and what you were doing there. Yeah, so the NFL Combine is a crazy event. There's so many people, so many things going on. But it's also the weirdest event in the fact that it's all closed away. It's like this like secret meeting inside of the stadium, and only NFL Network is allowed in there. And so these players are running the most important 40-yard dash of their life in front of like 20 people. So it's like no energy there. But I've been working on a new project following Jabril Peppers from Michigan heading into the NFL draft. So Jabril Peppers and Marshawn Lattimore from Ohio State. So it's a web series for a site called Uninterrupted, which is actually funded by LeBron James. So LeBron James is trying to create a new content site, no TV, just for the web, that's all about authentic stories from athletes. Like, let's cut out the extra layer and let's hear from the athletes themselves. So we were with Jabril Peppers, and he killed it, man. Ran defensive back drills, ran linebacker drills, ran a 4.46 40, and it was a great time out of the combine. He's a freak. I mean, he's one of those guys. He is a freak. I mean, you see him and you meet him, and he has this charisma. I was out in San Diego for 2 weeks before that. There's a facility there called Exos, which is where all the top guys train. I mean, you look there, and there's probably 30 top two round draft picks all training there, and it's always funny to see who kind of the alpha male becomes. And he definitely was the most charismatic and had that swag, as they like to say. And the only negative with Jabril is he's such a good athlete, but what position did he play? You know, the negative teams are saying, well, he's not really a true safety, he's too small to play linebacker. But the way I look at it, he's such a good football player that if you just, you know, if you'd look at a team like, I don't know, the Seahawks, hometown team, or, you know, the Patriots, or, you know, even some of these teams that play attacking style defenses, I mean, he could fit into a number of positions. I mean, he could play kind of like Polamalu did with the Steelers. Yeah. So, yeah, I mean, I think he really helped his stock. I think he'll be top 15, top 20 pick. Now, let's talk about your expertise, quarterbacks. What do you think about this year's class? I mean, obviously, it's not the big hyped class as it was in past years. And you have like four guys that are people are talking about. Is Mitchell Trubisky? Yes. He prefers now. Yeah. Deshaun Watson, Deshaun Kizer, and Patrick Mahomes. What are your thoughts about those four guys? I mean, I've seen them all in person here in the last, you know, couple months or so. You know, it is a weird class. Like, there's not that one guy that jumps out at you and says, this guy is going to turn your franchise around. There's not a guy that I think is really ready to step in next year and be the guy. I think of that, probably my favorite out of all of them is Deshaun Watson, to be honest. I think Deshaun, you know, you look at his skill set, you look at the games he's played in, his experience. He's working with a good friend of mine, Jordan Palmer, out in California, getting ready for the draft. And so I think he's probably the most ready. You look at a guy like Deshaun Kizer. I had a chance to work with him last spring break when he was still at Notre Dame. Really strong arm, really good person. You look at how Notre Dame did this year and you say, well, if he's really this amazing top five, top 10 pick, then why did they miss a bowl game, or why did they, what, you know, whatever. I mean, I don't even know if they made a bowl game. They might have. But I think they won only four games, and he was benched in some games, actually. Yeah, and you know, and that kind of brings me to Mitch, you know, a North Carolina kid. Like, he, in my opinion, and again,
I mean, look at him, amazing physical specimen, but, you know, he's a one-year starter, and I just don't think he has the game reps to be ready, especially to be a top, I mean, I think second, third round pick, smart pick, you know, he'll grow. But for me to spend a first round draft pick on a guy that's a project, I think it's a gamble. What was he, third team all ACC this year? Yeah, I mean, he wasn't even first team all league. And you're going to elevate him and say that he's the next guy? Like, I don't know. But then the other two guys that were ahead of him, they were pretty good too. Huh? Yeah. I'm not saying they weren't. But I still think that I wouldn't draft him in the top, you know, 15 at all. I mean, you look at what Dak Prescott did last year. You know what I mean? And I know no one was talking about Dak Prescott a year ago. Yep. No one. And if they are, they're lying. No one was talking about Dak Prescott, right? Everyone was talking about Jared Goff. And I had the same feeling about Goff that I think I feel about Trubisky. Like, you know, physical talent is there. You know, Goff threw for crazy amounts of yards at Cal. But I didn't see that, translating into the pro game year one. I thought Goff would need 3 or 4 years before he's really ready. And, you know, that's why he didn't really play a lot last year. So, yeah, I don't know. I don't know about this year's crop. I don't think they're that good. What do you think about Patrick Mahomes? Because a lot of people have him rising up the boards lately. I mean, I think he's a baller, man. I think Patrick Mahomes is pretty good. It was funny. When I was down in San Diego, I saw him about 2 weeks ago, and he was just kind of like jogging around the field, kind of a goofy guy. And I'm like, who's this guy over there with the? He had a weird like mohawk haircut or something, and I'm like, who's this guy? But then when they said that was Mahomes, I was like, man, he was so good at Texas Tech. And I think he's probably the first guy from Texas Tech that has a chance to actually do something in the NFL. Yeah. I mean, he's got a really strong arm. He's got a confidence that not a lot of guys have. I think he's got a shot to be pretty good at the next level if he finds the right situation. Okay. Now let's move on to the guys that actually made it to the league. We already talked about a couple of those guys. What do you think about Jay Cutler's future or Tony Romo's future? Do they actually have a future? Yeah, I think those are two very different scenarios. I think Tony Romo, I love Tony Romo as a player. I think he's gotten hurt and he's had a couple unfortunate plays. But if you look at how he's actually played the last 5 or 6 years, I mean, there's only probably 4 or 5 guys that are better than him the last 4 or 5 years overall. And so I'd love to see Tony Romo go to a team that is on the cusp of winning a championship. So obviously I think that's Denver. Obviously I think that's Houston. I mean, those are probably the two landing spots I see for Romo. There's a lot of rumors that, you know, he was going to do just like Peyton Manning did, end of his career, come into Denver. They have a great defense and play. I think Romo's going to play and play well when he gets one more shot. Cutler, I don't know. I just don't see it with Cutler. I mean, do you? You know, he's been like the most talented guy for the last 10 years, right? And he never really got it rolling, never really was a team guy, never really, I don't know. It's a tough character. I think, I don't know if you want him in your locker room. Yeah. But I think there's going to be a team that is desperate enough to get him. You know, it's weird, and we've talked about this before on this exact show. Like, there's not a more difficult position in sports than quarterback. And, I mean, you look at Major League Baseball in America, and, like, every team has 4 pitchers. They all pitch. And when your fourth or fifth best pitcher is pitching, your team still has a pretty good chance to win. Like, not that much different than your first pitcher. But in the NFL, if you don't have one of the top 10 quarterbacks in the league, you have no chance. Like, you have no chance of winning the Super Bowl. I'm just going to say that, right? So I think with a guy like Cutler, you know, he at least gives you a shot to be good. I mean, you look at it, you know, what's the rumor that Glennon is going to sign with the Bears and all that. Like, that's a Band-Aid. Like, at least Cutler, if he's good, he gives you a shot and teams are willing to take a chance on him. But I think you really need that top guy. And that's why, like, you look at the Browns. The Browns, had they had a quarterback any of the last 10 years, they would have been good. But they were always a quarterback away from being respectable. And so I could see Cutler playing
I mean, Cutler's probably middle of the pack in the NFL. So, you know, could he go to the Jets and play 3 years? Probably. Could he go to, you know, one of these other teams that doesn't have a good quarterback? Probably. But I don't see Cutler jumping to the, you know, to the Broncos and winning the Super Bowl. Oh, yeah, go back to the Broncos. Yeah, I guess he came from there. I don't think he's welcome back. All right, Jason, it was great having you on the show again. Absolutely. But before we let you go, you got an announcement to make, right? Which is pretty interesting. Speaking of quarterbacks and maybe guys trying to turn their career around, whatever. Yeah. You're coming to Germany, right? I'm the same age as Tony Romo, actually. yeah, I have an exciting announcement. I'm actually going to be coming back out of retirement myself. So, and headed of all places to Germany. That is fun. That is fun. Where are you going? Which is the team that's going to have fun with you? Yeah, so I'm actually going to – it's an interesting situation. And actually, so my cousin is a wide receiver. He just graduated college, a good player, kind of an outside receiver. And he signed with the Franken Knights in Rotenburg. I know I'm saying it wrong, but Rotenburg. and so he signed there to play. And there was an opportunity – for me, you know, they have a young quarterback that they want to train up in the future to be their guy long term. But there was a need right now, and I was talking to him a little bit, and I was looking at my schedule, and I said, hey, you know, could it ever work for me to come over for a little bit? And it worked out. So I'm actually headed to Munich on Wednesday, and we'll be working out with the team this weekend coming up. And then the season, I'll be over there for all of the month of May and maybe into June a little bit playing over there. So we're definitely trying to catch up with you there with the Franken Knights. That's right. Sure. You guys got to do a live podcast from a show, from a check game out or something. This old rusty guy. No, this is not slow motion. This is actually Jason in action. Hey, take it easy, man. I have one bad game. You guys are going to be talking bad about me on the podcast. it's kind of like the Romo situation then, right? He's going there maybe 1 year. Have win a shot championship, at the championship, yeah. And then go back home, right? Huh? Right, one and done. But no, my wife and I both love Germany, and her brother's actually living in Berlin right now. And so, you know, it's just an opportunity for us to come over and play a little bit more football. And I mean, I've always been so involved in the international game. And, you know, my brother played at Schwäbisch Hall, and, you know, I played in Innsbruck with the Raiders. And so I've always loved football in Europe. And this was just a unique chance to play with my cousin. I have one of my receivers from Italy, one of my best friends, Claudio, is going to come up and play with us too. So we're going to have a whole international flavor. It's a big reunion. In there. Yeah, we're going to follow that. That's yeah, for sure. It's going to be a good story. So yeah, keep in touch. There's going to be fireworks. Get ready. Great. Jason, thanks again for having you on the show. And yep, safe travels to Munich. Yep. And then we'll talk to you guys soon. See yep. you soon. Awesome. And then see we're going to be at the same time zone, actually. I know, yeah. None of this daylight savings time confusion. Yeah, right. Make sure it's next weekend in Germany. Yeah. You have to reset the time again. So it's Don't miss your flight. 2 weeks in a row. what day does the time change over there? I think from Saturday. From Saturday to Sunday. Oh, okay. So I lose another hour? That's all I do. No wonder I'm so tired. All right, man. All right, awesome. Great to talk to you guys, and we'll talk to you soon. Have a great day. All right, bye. Ciao. Bye. Bye. Franken Knights, so. Ja. Da werden wir auf jeden Fall mal vorbeischauen. Da werden wir auf jeden Fall vorbeischauen. Weil Jason hat tatsächlich, er meinte, er hat irgendwie schedule-mäßig, er hat dann dazwischen, glaube ich, im April irgendwas für ESPN und CBS und dann düst da mal kurz wieder rüber und dann für die Saison kommt er dann wieder her, um da erst wohl ein bisschen zu spielen, aber eigentlich eher zu coachen. Ja. Ist der Junge... Weißt du was über den jungen Quarterback? Ist das was der von der Nationalität? Nee. Ich glaube, das ist ein German. Ah, ist ein German. Ich glaube, ja. Ja. Dann move wir doch gleich weiter zum nächsten German, oder? Würde ich sagen. Halten wir uns gar nicht lange auf. Ja, ich hätte nachher noch eine Frage, aber das machen wir nachher. Aber Kevin wartet schon auf uns. Ja, jetzt rufen wir Kevin Davis an, unseren deutschen Linebacker Colorado State. Der wartet auch schon auf unseren Anruf. Kevin! Hi. Da ist er. Ja. Schön, dich zu sehen. Ja, jetzt klappt's auch. Guck mal, Internet ist da. Okay, cool. Wir haben mittlerweile auch mitbekommen, dass ihr eine Zeitumstellung hattet. Ja, wie geht's dir? Gut.
Gut, wie war der Urlaub? Sehr gut. Sehr gut. Verrätst du uns, wo du warst? London für eine Woche. Oh, du warst ja gar nicht so weit weg hier. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, erzähl doch mal kurz so ein bisschen, wir haben die Leute draußen haben ja schon mittlerweile mitbekommen, wer du bist, das ist ja sehr schön. Wie lief denn für dich die Combine so als Erfahrung, aber auch sportlich? Und was hast du danach unternommen, um vielleicht beim Pro Day nochmal einen Zahn zuzulegen? Also Combine war sehr stressig, aber auch eine coole Experience. Eine lange Woche, aber es war sehr cool. Und was ich nicht so gut gemacht habe, war mein Podi. Das war dann langsam. Das Rest habe ich, glaube ich, ganz schön gut gemacht für mich. Und dann, ja, Pro Day war 3 Tage danach. Bin heimgeflogen und gleich nach Fort Collins gegangen. Und dann hatte ich, einen besseren Tag als wie beim Combine. Okay. Hast du nochmal überhaupt Zeit gehabt, jetzt zwischen Combine und Pro Day nochmal an Ding zu arbeiten? Oder war es dann einfach nur rausgehen und funktionieren? Das war mehr Rehab und die Beine zurückkriegen und so. Also ich habe fast gar nichts gemacht. Da bin ich aufgewärmt, aber sonst nichts. Und dann gleich wieder rein, Mittwoch in der nächsten Woche. Und wie lief dann der Pro Day für dich? Ist ganz gut gegangen für mich. Ich habe in fast alles war ich besser. Also ein sehr guter Tag. Würdest du sagen, dass so ein Pro Day einfach so ein bisschen, naja, dass man so einen kleinen Heimvorteil hat, dass man sich einfach wohler fühlt in der Umgebung und auch nicht so einen Stress hat, wie vielleicht bei der Combine? Ja, ich würde sagen, da muss man nicht so viel rumwarten und ist halt viel schneller. Also früh gleich und dann geht's gleich los. Also für mich war es ein besseres Gefühl, zu Hause zu sein, wo ich immer trainiere und so. Also, ja. Hattest du denn bei der Combine viele Interviews mit Teams? Ich sag mal 12 bis 15, okay. Aber das war, waren 2 verschiedene Interviews, also mehr informal. Also da war ein großer Raum mit Teams und die holen dich halt einfach. Und dann war die mehr formal, wo sie in ein Zimmer gehen mit 12 oder 15 Coaches von derselben Mannschaft. Ich hatte nur die informal im großen Raum. Okay. Und beim Pro Day gab es auch Teams, die ein bisschen, sag ich mir jetzt mal, ein bisschen mehr von dir wollten, vielleicht spezielle Workouts noch sehen wollten oder? Es war fast dasselbe Workout-Weise. Ich habe wieder alles gemacht, fast alles außer Bench. Und dann hatte ich die Position Drills und so. Die waren komplett anders wie beim Combine, aber halt Linebacker Drills. Ich hatte nur mal eine Frage, wie ist denn das Verhältnis zu den anderen Spielern? Also hängt man mit denen überhaupt so ein bisschen rum oder ist das alles so getrennt davon? Also jetzt beim Combine, nicht beim Pro Day natürlich. Aber kommt man da mit anderen Spielern in Kontakt? Ja, also wir sind fast jeden Tag zusammen mit den Linebackers. Also haben wir dann geredet, ja, aber es war auch sehr... Say it in English. Yeah, I'm trying to think. It was really... everybody was focused, you could say. Okay. You could tell everybody was focused. Okay, also jeder war sehr konzentriert und dadurch die Gespräche nicht so... Man hat sich nicht gleich über die Großeltern und sein Lieblingsessen unterhalten. Ja. So ungefähr, okay. Was auch viele, also Motivation von den anderen, wenn man geht und so. Also war eine gute, is a good feeling. Okay. Wie schaffst du es denn jetzt gerade so ein bisschen diesen ganzen, na nennen wir es mal Draft-Hype auszublenden? Gibt ja, wir sind ja, gehören ja auch dazu, jeden Tag gibt es irgendwelche Mock-Drafts und Geschichten und die Medien und bla bla bla. Wie bleibst du da ganz cool und lässt du dich davon beeinflussen? Nee, ich sag überhaupt nicht. Ich habe welche gesehen, wo ich in der 5. Runde gehen soll. Ich habe welche gesehen, wo ich überhaupt nicht gehe. Also denke ich, dass sie nicht so. Die wissen nicht, was die Mannschaften eigentlich wollen. Also kann man nicht so viel sich. Also darum. Also du gehst ganz entspannt an die Geschichte ran. Wo ziehst du den Draft rein? Bist du irgendwo mit Freunden, Familie zusammen und guckst sie an? Familie und Freunde, glaube ich, zu Hause. Okay. Nichts Großes.
Hast du denn trotzdem, wenn du bist ja sicherlich realistisch und sagst, okay, ich werde kein First-Round-Pick, hast du für dich selbst einen Plan B, falls es jetzt oder irgendwann, kann ja auch in ein paar Jahren erst sein, dann vorbei sein sollte mit dem Traum NFL? Ich will Feuerwehrmann werden. Ah, das ist nice. Bist du da schon irgendwie involviert oder ist es einfach nur für dich so ein... Also ich wollte das schon als ein Kind machen, aber dann im College bin ich halt wieder zum Feuerwehrsachen gekommen und haben auch ein wenig Zeit mit Feuerwehrmänner verbrungen. Also, ja. Wie verbringst du jetzt die nächsten ja, quasi 4 Wochen bis zum Draft? Ist da noch irgendwas unimäßig oder musst du dich auf irgendwas noch konzentrieren, hinarbeiten? Nee, ich trainiere einfach nur Gewichtstraining und dann Positionssachen. Ich bleibe jetzt für die nächsten 2 Wochen noch bei der Schule, also nur zum Trainieren, keine Schuleweise, aber und dann gehe ich wieder zu meinem anderen Trainer hier in Denver, I think. Okay. Kevin, vielen, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit für uns genommen hast. Ja. Und sorry nochmal, auch hier auch bei dir mit der Zeitverschiebung. Normalerweise sind die Deutschen immer schneller dran in der Geschichte. Ja, nee, passt schon. Wir wünschen dir echt viel Erfolg, viel Glück. Wir bleiben dran. Gut, danke. Wir hören und sehen uns. Ja. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ja. Haben wir heute aber einen Marathon. Und Skype-Interviews. Ja. Wir mussten Kevin jetzt gleich hinterher schieben, weil der so ein bisschen zeitlich, wir hingen eh schon ein bisschen hinterher, deswegen. Ja, war interessant zu hören, wie so eine, ich glaube auch, dass die Combine, der Jason auch gesagt, ist von einer anderen Welt, sage ich jetzt mal. Ne? So ein bisschen. Ich glaube auch, dass die Jungs, wenn die beim Pro Day sind, für gewöhnlich nochmal besser aussehen, weil einfach wirklich so ein Gefühl, das sind meine Coaches, sind meine Jungs, mit denen ich da bin, am Start bin. Ja, und, viel entspannter einfach. Ist wahrscheinlich alles ein bisschen entspannter, du kennst die Facility und. Aber gut zu wissen, dass er da ordentlich abgeliefert hat und wir beobachten es und wie er schon sagt, das kann alles sein. Also kann mich erinnern, dass ein Sebastian Vollmer hatte niemand auf der Uhr, keiner hatte den von den Scouts irgendwo und dass er in der zweiten Runde weggeht. Hey, du weißt, you never know. Ja, you never know. Und das heißt ja auch nicht, dass wenn du in der ersten Runde gehst, dass es dann funktioniert automatisch. Also ich meine, da gibt's ja jedes hat genug Jahr Spiele gegeben, die da nicht performt haben und andersrum genauso. Also ich glaube, Antonio Brown war ein 6. Oder Tom Antonio Brown war auch ein 6-Runden-Pick. Ja, also. Oder auch undrafted. Gibt es auch, jede Menge. AJ Boye, das ist der Cornerback. Arian Foster. Ja, gibt es immer wieder. Gibt es immer wieder. Ich schaue mal so ein bisschen, was hier so abgeht. Ja, ich hatte noch eine Frage an dich. An mich, ja? An dich, ja genau. Erzähl doch mal, du. Ich habe mir die Sendung von letzter Woche nochmal angeguckt. Und dann du hast ja Zeit da. Ja. Bin ich so über so ein Thema gestolpert, weil du sagtest ja, dass Bennett ein Upgrade ist bei den Green Bay Packers Thailand-mäßig. Jared Cook ist ja jetzt zu den Raiders gegangen. Ja. Warum siehst du das so? Was? Dass der ein Upgrade ist. Ich glaube, dass Bennett einfach nochmal ein Zacken athletischer ist. Der einzige Unterschied ist jetzt natürlich, die Frage ist, wie viel hat er noch left in seinem Tank? Ne? Das ist so ein bisschen die Frage. Bei Cook ist halt auch immer, der hat auch regelmäßig seine WWchen. Genau, er war viel verletzt. Oder? Auch in Green Bay. Dennoch ist Cook für die Raiders ist eine ordentliche Nummer. Ne? Also zwischen den beiden Receivern jetzt noch ein Cook. Zwei junge Running Backs haben sie, die glaube ich sehr unterschätzt werden. Die letztes Jahr im Schnitt glaube ich 5,4 Yards oder noch mehr hatten. Pro Lauf. Und wenn Lynch jetzt noch kommt. Und egal ob denn AP ist ein Lynch. Vielleicht passt ein Jamal Charles sogar noch viel besser rein, weil er einfach mehr noch ein Receiving Threat ist als ein AP. Oder ob es einer im Draft ist. Wer auch immer. Oder vielleicht auch ein LeGarrette Blount. Wer weiß, wer es am Ende ist, der nach Oakland geht. Ich glaube, da wird noch ein Running Back kommen. Aber diese Offense wird... Oh, scheiße, ey. Da geht noch mal was. Da geht nochmal ein Zack mehr. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, hoffentlich ist der Carr wieder fit und dann... Ja, der Carr ist ja jetzt schon wieder fit. Der ist ja jetzt schon wieder voll im Training, voll im Saft. Der könnte jetzt schon loslegen, sagt er. Der ist fit. Und glaubst du, dass Amari Cooper Jared Cook seine Nummer verkauft? Keine Ahnung. Ey, wenn er so viel Kohle hat und die Lust zu werden. Ja, aber was ist das denn? Also, das kommt doch aber auch immer wieder vor, die Nummer. Echt? Dass man die abkauft? Ja, gibt es immer mal wieder. Echt? Natürlich, ja. Oh, okay, bin ich nicht drüber gestolpert. Ey, wenn du scheinbar zu viel Kohle hast, dann machst du auch so einen Scheiß. Keine Ahnung. Braucht Amari Cooper Geld? Vielleicht?
Das glaube ich eher nicht. Aber irgendwer hat auch gerade gefragt, apropos Geld, wo dein Pulli ist teuer, wo kriegt man den? Den kriegt man bestimmt bei Tars, oder? Garantiert. Ach, super, ist doch ein gutes Spiel. Unser Sponsor Tars, TARSS.com. Tars, the All-American Sports Store. Da kriegt ihr jede Menge NFL, NBA, MLB, NHL, Sweatshirts, Trikots, Caps, was das Herz begehrt. Oder auch lustige Puppen wie von Jeremy Maclin, ne? Oder Helme, irgendwann mal Helme. Helme, Chips-Helme. Und Chips-Helme, ja, das ist eine leckere Sache. Also da gibt es auf jeden Fall jeden Shit, den das Herz begehrt. Apropos Shit, lass doch mal über die AFC East reden. Ja. Und Daddy hat ja am Freitag noch wieder abgeliefert. Was ist da, wollen wir dazu Remo eigentlich dazu bitten? Oder ich kann ja mal Remo reinholen, du kannst ja schon mal so ein bisschen plaudern. Fang doch mal mit den Patriots an. Da muss man nicht so viel was zu muss man, was soll man dazu das noch sagen? Das schaffst du ja auch alleine. Was soll man dazu noch sagen? Also, beste Team letztes Jahr, beste Team bis jetzt in der Free Agent, hat man das Gefühl. Oder? Was soll da? Wunderschönen guten Tag. Nee, aber bei dir ist noch dunkel, du bist nicht in Amerika. Nee, nee, leider nicht. Ja. Wir fangen gerade an, über die AFC East ein bisschen zu plaudern. Fangen, wie Flo schon gesagt hat, die Patriots die letzte Saison gerockt und im Gegensatz zu vielen anderen Super Bowl Champions jetzt auch die Free Agency komplett gerockt bisher. Unglaublich, fand ich. Kann man nicht viel mehr zu sagen, oder? Eigentlich echt der Hammer. Nee, also so ein bisschen hat es wirklich das Gefühl, solange wir noch aus dem alten Mann was rauspressen können, tun wir es. Koste es, was es wolle, den Brady, den melken wir jetzt, bis der durchgelutscht ist. Ja, also ihr Motto mit Blitz for Six ist zwar scheiße, aber es stimmt halt, ne? Sie versuchen jetzt alles für den Sechsten, glaube ich, nochmal. Ja. Je früher, desto besser, weil irgendwann müsste auch Tom Brady mal alt werden, oder? Also ich weiß es nicht, vielleicht das ist er auch. Sicherlich, aber insgesamt finde ich die Idee gut. Wenn man andere Teams sieht, mir fallen da immer die Packers ein, wo ich neulich auch so einen schönen Colin Coward, der glaube ich gesagt hat, ey, guck dir die Patriots an, wie die machen. Und Brady, eigentlich müsste man dem Rodgers auch nicht seine halbe O-Line noch wegnehmen, sondern sagen, ihr kaufen, wir müssen mal. Wie hat er so schön gesagt? Niemand will nach Green Bay, da musst du, you gotta overpay. Ja. Ja. Das ist wahr. Hat er auch recht. Ja, aber apropos overpay, da sind die Dolphins normalerweise echt groß drin gewesen. Mario Williams oder Damarcus Sue oder gibt ja viele Beispiele, die eine Menge Geld in Miami kassiert haben und das oft einfach nur verschleudert wurde. Waren jetzt aber in den Playoffs, trotz Matt Moore. Ja, der arme oder Kerl. Der arme Kerl. Und die Free Agency bisher sehr ruhig aus Miami, oder? Sind die so happy mit dem, was sie haben? Also für die Verhältnisse in Miami normalerweise sehr ruhig, ne? Ja, ne? Ich glaube auch, dass sie also mit dem, was sie hatten oder jetzt haben, relativ zufrieden sind, weil ich glaube, vor der Saison hat jetzt noch keiner groß von den Playoffs gesprochen letztes Jahr. Nee, das nicht. Aber irgendwie wird es ja auch mal Zeit, dass man ein bisschen angegriffen wird, ne? Ja, also aber Tannehill hat ja auch einen Schritt nach vorne gemacht und ja, wenn er den Weg weitergeht, dann haben sie wenigstens einen vernünftigen Quarterback. Die O-Line steht einigermaßen, kann man drauf aufbauen. Laufspiel hatten sie auch, das hilft natürlich auch im Tannehill. Definitiv. Neuen Defense-Coordinator haben sie. Insofern muss man da mal schauen, weil die Defense an sich ja jetzt nicht, also sagen wir mal so, Vance Joseph ist nicht Headcoach geworden, denn mal, weil die Defense der Dolphins so geil war. Nee. Sondern einfach, glaube ich, der Typ, der gefiel gut. Timmons von den Steelers haben sie geholt, ne? Timmons haben sie geholt, ja. Aber ich glaube, dass sie bis auf Cameron Wake und Kiko Alonso, seiner Front Seven, kann man noch ein bisschen upgraden, glaube ich, im Draft. Vielleicht auch noch eine Free Agency, wer weiß, wie gesagt, Timmons jetzt erholt, ist ja schon mal einer. Da geht noch ein bisschen was. Landry haben wir verlängert, ne? Ja, das sagt auch. Und was mit dann der Dritter war letzter Buffalo, das traurige, ewige Playoff-Verpasskind. Wieder mal alles neu, alles anders mit Sean McDermott, ein Headcoach, der natürlich nicht so flashy ist, wie es Rex Ryan irgendwie mal war, vor weiß ja auch keiner mehr. Aber so ein bisschen fragt man sich, warum ist denn der die letzten 20 Jahre nicht Headcoach geworden, so ungefähr, ne? So richtig. Sie haben Tyree Taylor behalten, sie haben LeSean McCoy, sie haben Sammy Watkins, der vielleicht irgendwann in seinem Leben auch mal verletzungsfrei bleibt. Also grundsätzlich sind ja so die drei Eckpfeiler der Offense da. Aber dennoch, weiß ich nicht, traut ihr Buffalo im aktuellen Zustand ein bisschen was zu oder sagt ihr, da muss noch eine Menge passieren?
Ich glaube, Buffalo wird überraschen. Ich glaube, die sind echt nicht schlecht. Ich finde den Kader auch nicht so kacke, vor allem defensiv. Da hatten sie jetzt letztes Jahr ein paar ungünstige Verletzungen auch. Ihre First- und Second-Round-Pick haben sich, glaube ich, beide verletzt. Die kommen wieder mit Shaq Lawson und, wie heißt der andere, Reggie Ragland? Ja. Lorenzo Alexander haben sie re-signed. Micah Hyde als Cornerback, vielleicht ein bisschen zu viel zahlt, aber... gut, Gilmore ist verloren. Ist weg, aber der hatte eigentlich auch nicht so eine Mega-Song in Buffalo, aber er ist weg, das steht schon mal fest. In der Offense muss man sagen, ich glaube, die kommen gar nicht drum herum, als an Nummer 10 Wide Receiver zu nehmen. Die haben jetzt den Hunter verloren, Goodwin, Woods, die auch alle kacke waren, und du hast halt mit Watkins einen, da weht der Wind, da geht bei denen das Licht aus. Also ja, deswegen Big Body Wide Receiver, würde ich auch sagen. Also ein Corey Davis oder Williams, die sind ja beide auch relativ stabil und können auch mal einen hohen Ball aus dem sechsten Stock holen. Ich glaube, so einer würde der Offensive in Buffalo echt gut tun. Und dann sind ja da noch die Jets. Ja. Apropos, habt ihr das mitgekriegt, dass eben kam die Schlagzeile, dass Revis eventuell nach New England geht? Ja, wirklich. Ja. Ganz frisch. Dass ihn irgendwie ein älterer, Bill Belichick holt ja auch gerne mal ältere Spieler zurück. Tja, denkbar. Und da habe ich nur eben irgendwo gelesen, dass das aber dann muss er auf Geld verzichten, oder? Ich glaube nicht, dass... Ja, natürlich, Geld muss er verzichten. Aber als dann wahrscheinlich als Safety, oder? Nö, also als um einfach ein bisschen mehr Tiefe zu haben, was die Cornerbacks angeht. Und ja, natürlich nur, wenn er auf Geld verzichtet. Klar, aber Malcolm Butler, gehe ich fast davon aus, dass sie den noch verkaufen werden. Traue ich ihnen zu, dass sie den nochmal verkaufen, um schön den 11. Pick im Draft sich zu holen. Eben, ist das vielleicht auch eine Taktik, dass man sagt, mit dem 11. Pick kriegt man einen Cornerback, der vielleicht günstiger ist und vielleicht das Gleiche liefern kann oder vielleicht sogar noch besser ist. Ja, aber ich sehe Revis einfach nach der Saison, die er hat, nicht mehr als Starting Corner. Und wenn du siehst, ein Charles Woodson ist im hohen Alter dann auch als Safety aufgelaufen und hat einfach mal komplett gerockt, sowohl in Green Bay als dann auch in Oakland. Ja. Wieso soll nicht ein Revis auch plötzlich einen auf Safety machen? Also, wenn Belichick ihn holt, wird er einen Plan mit ihm haben und dann wird es wahrscheinlich auch funktionieren. Einfach gesagt, ja. Also, er hat ja unter ihm damals, ich glaube 2014 war er ja schon da, hat er eine überragende Saison nochmal gespielt. Die Jets haben ihn danach wieder für ein Heidengeld verpflichtet. Also, keine Ahnung. Sie kennen ihn auf jeden Fall. Sie wissen wahrscheinlich, was da noch rauszuholen ist, keine Ahnung. Also, auf jeden Fall. Aber die Jets an sich ist echt viel Arbeit, oder? Ich meine, die mussten quasi sämtliche Führungsspieler, die sie hatten, rausschmeißen, weil sie kein Geld hatten. Bowles steht so ein bisschen nach seinem Einschein als Headcoach, der lief ja echt gut. Und letztes Jahr fiel dann alles zusammen. Ein Quarterback haben sie auch nicht. Matt Forte ist auch nicht mehr gerade jung. Also Running Back müsste sie eigentlich auch upgraden. Auch holen, Die haben nur Leonard Williams. Und dann hast du halt noch, in der Defense hast du auch jede Menge Löcher. Also ist Claiborne, soll der jetzt reißen? Was sagst du? Katastrophe, die Mannschaft. Ich glaube, nächste Saison, also von dem, was sie momentan da stehen haben, ist es die Browns 2.0. Das ist ein Dumpster-Fire. Ich weiß nicht, was die machen wollen. Da kommt definitiv Jay Cutler in Frage. Auf jeden Fall. Oder Kaepernick. Irgendeiner von beiden wird da wahrscheinlich landen. Ich meine, selbst Geno Smith geht weg. Zu den Giants? Zu den Giants, ja. Wir haben ein paar Fragen auch gehabt. Unter anderem eine wäre natürlich für Jason ganz gut gewesen. Jemand hat gefragt, ob die Quarterback-Klasse von 2018 denn besser sein soll als die diesjährige. Und ich glaube, da kann man ganz klar sagen, soll viel besser sein. Ja, ich glaube, so schwer ist er nicht. In diesem Jahr ist er wirklich, eigentlich wirklich realistisch betrachtet, muss man sagen, in diesem Jahr normalerweise würde keiner dieser Quarterbacks in der ersten Runde gedraftet werden. Aber bei Quarterbacks drehen ja sämtliche NFL-Personnel immer durch und geht halt weg vom eigentlichen Plan, zu gucken, wie gut ist der wirklich auf der Liste. Und ja, sie wollen ihn halt nicht verpassen, wenn sie die Chance haben. Ja, nach dem Motto, wenn ich den nächsten, was auch immer, Aaron Rodgers habe, den 24, 25 Teams haben sitzen lassen, ja, aber vielleicht hast du auch den nächsten Ryan Leaf. Auch das soll vorkommen. Häufiger als das andere. Eine super Geschichte, das ist unfassbar. Das muss man sich mal durchlesen, wenn man mal was Zeit hat. Ryan Leaf, einfach die Lebensgeschichte von Ryan Leaf. Ich und der Drogensumpf? Ja, alles mögliche. Also einfach nur, was da alles passiert ist, schiefgegangen ist. Und das ist Wahnsinn. Das reicht für eine eigene Sendung. Ja, eben. Ja, auf jeden Fall. Das sind solche Sachen, finde ich immer interessant. Ja, eine interessante Frage ist auch vielleicht für Flo, für dich auch. Markus Weber macht hier groß Werbung für Kaiser zu den Steelers.
Ja, das wäre natürlich. Das Trikot hätte er dann Trikot, schon. Das wäre das Trikot, was ich mir sofort kaufen würde. Kaiser. Sehr, sehr schön. Wenn man sieht, dass das. Ja, wir haben ja eben schon rumgesponnen. Wer weiß, wie ernst die Steelers die ganze Big Ben-Geschichte. Also, man kann sie ja nicht ernst nehmen als Verein. Aber ob sie dann tatsächlich so weit gehen, zu sagen, wir schocken jetzt alle und draften hier in der ersten Runde umgehen. Wenn du glaubst, dass du ihm, was weiß ich, drei Jahren entwickeln kannst und er dann ein guter Mann ist. Also ich denke mal, dass sie irgendwann jetzt dieses oder nächstes Jahr werden sie, glaube ich, schon also was tun. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Steelers tatsächlich so einen wie damals die Packers hinlegen. Und wenn der eine Quarterback dabei ist, zu sagen, den finden wir geil, und der ist dann plötzlich noch da, dann nimmst du ihn halt in der ersten Runde. Kann schon passieren. Ja. Hat den Packers damals auch gesagt, was wollt ihr denn mit ihm? Ihr habt doch einen Favre. Also weiß man nicht, wie ernst sie die Geschichte nehmen und ob sie dann sagen, das ist uns wichtiger als aktuell, was weiß ich, Cornerback, Safety, was auch immer, aufzupimpen. Ja. Könnte ja sein. Wer weiß. Ja. Und dann gab es noch eine Frage am Anfang, ob wir was Genaueres wissen, ob Markus Kuhn RAN-NFL-Experte wird. Der neue. Da müssen wir sagen, wissen wir noch nicht genau. Auf jeden Fall wohnt er in New York oder bleibt in New York und will Sportmanagement studieren. Insofern, wenn RAN-NFL der Meinung ist, sie müssen ihn jede Woche einfliegen und sie können sich das leisten, dann könnte das sicherlich eine Option sein. Ja. Aber da wollen wir ja auch nicht zu viel vorwegnehmen. Wir haben ja gleich noch ein Interview mit Markus. Ne? Richtig. So sieht's aus. Insofern sonst, wir können ihn jetzt auch einfach, können jetzt auch Markus einspielen. Können wir gerne machen. Remo, ich mach dich mal ein bisschen kleiner hier. Mach das. Und hol mal den Markus rein. Haben wir sonst noch irgendwelche Fragen? Ich habe nichts mehr. Ich sehe gerade, Michael Freitag sieht zu. Friday? Friday guckt zu. Das ist ja, also auf, weil Sonntag ist, da hat er mal Zeit. Da hat er mal Zeit, sonst hat er keine Zeit. So. Das dauert hier ein bisschen. Ja, ihr müsst euch jetzt noch eine Minute unterhalten über irgendwas anderes. Über irgendwen anderes. Was haben wir denn noch auf dem Zettel? Remo. Wie war das denn? Also jetzt bist du schon so. Also wir können ja ganz kurz erzählen, Remo war gestern, Remo lebt und haust ja in Berlin unter einer Brücke und hatte gestern dann das Glück bei den, wie nennen die sich, Fair Play Awards, ne? Ja. Ich glaube, das ist auch so eine Crowdfunding-Geschichte, oder? Genau. Haben gestern ausgezeichnet, wer die meisten Crowdfundings Geld gesammelt hat. Oder ich weiß nicht genau, was die Kriterien waren. Das waren die Hamburg Freezers. Aber das hat nicht geholfen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber nächstes Jahr könnte ja Colin Kaepernick nominiert sein, denn, oder? Nicht? Er hat doch jetzt Geld, er hat doch aufgerufen. Ja, aber nicht über die Geschichte. Nee, so nicht über die Geschichte. Aber jedenfalls war Remo vor Ort, hat Markus Kuhn gestalkt und ihn dann am Heizkörper festgebunden und interviewt. Genau, und trotz, dass er so gezwungen wurde von mir, ist er ein super Typ. Hat auch gesagt, dass er bald mal live sein will in der Footballerei. Und ja, sympathischer Typ. Groß, Riesenhände ist mir aufgefallen. D-Liner. Ja. Aber so klein sahst du daneben gar nicht aus, Remo. Ja, Remo ist ja lang und dünn. Von der Höhe geht's auch. Sonst ist er halt. Es gibt mehr von ihm als von ihm. Insofern, das ist doch eine gute Einleitung. Dann müssen wir Remo mal auf stumm schalten hier kurz. Genau. Und dann würde ich sagen, fahr ab. Film ab. Ich bin hier in Berlin bei den Fair Play Awards mit Markus Kuhn, dem ehemaligen Defensive Tackle der Giants. Juckt es dich noch oder bist du erstmal zufrieden im Ruhestand? Ja, also sehr zufrieden auf jeden Fall. Nur ich glaube, wenn man so lange so einen Sport betrieben hat, dann juckt es immer noch ein bisschen. Vor allem, ich habe mich gefühlte die letzten zehn Jahre jeden Tag geprügelt. Ich muss, glaube ich, irgendeine andere Lösung finden, dass ich nicht irgendwie einen am Schlawiner packe ab und zu mal und da irgendwelche Sachen mache. Aber sonst ist alles in Ordnung. Ja, dann nicht so viel trinken heute. Nee. Aber du verfolgst ja sicher weiter, oder? Also, ja, ganz klar. Also ich schreibe ja noch meine Kolumne zum Beispiel auf RAN. Ich war auch beim Super Bowl, habe den moderiert und ich werde im Sport auch treu bleiben. Also ich werde im Herbst anfangen wieder zu studieren für Sportmanagement. Wo? In New York. Die Uni... Nee, das ist schon gut so. Also die Uni steht da nicht hundertprozentig fest, aber das wird, so wie es aussieht, eine gute. Und also alles im grünen Bereich. Ja, in den USA klappt das ja auch mit dem Top-Sportler. Die
fetten Kerl auf dich, ne? Ja, also ich muss leider was trotzdem zahlen, also trotzdem teuer wie verrückt. Ja. Aber ja, also es ist zum Beispiel die Columbia University, die besucht, ja, bietet einen sehr guten Master an jetzt in Sports Management und so wie es aussieht, werde ich da landen. Oh, das ist doch gut. Ja. Und wenn du verfolgst, jetzt ist ja Free Agency, die größten Namen sind schon alle gesigned, Kasim ja. auch. Ja, sehr gut. Und aber welches Team fandest du bisher hat die besten Moves gemacht? Auf jeden Fall die Patriots wieder. Ja. Also da muss man ganz klar sagen, nachdem die den Super Bowl gewonnen haben, nehmen die meisten NFL-Teams nicht so viel Geld in die Hand, um zu reinvestieren. Und da haben die Patriots auch nochmal, ja, eher nicht glotzen und nicht kleckern, oder? Sagt man das so? Oder ja, kleckern, nicht glotzen, wie auch immer. Auf jeden Fall haben sie schön tief in den Geldbeutel gelangt und ja, was ausgegeben, sich super Verstärkung geholt. Sehr schlau, dass sie Hightower nochmal gesigned haben. Cooks ist ein Biest, also der wird gefährlich, ist noch mit Hogan. Martellus Burnett ist zwar gegangen, aber Gronk ist auch noch dabei. Also es ist, ja. Außerdem haben sie mit Dwayne Allen, neuen Tight End. Genau, Dwayne, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wie schon gesagt, die Patriots haben fast am meisten Gas gegeben. Na, und die Giants haben ja nun auch ein bisschen mit Brandon Marshall, was sagst du dazu? Ja, finde ich super gut. Ja? Ja, super gute Entscheidung. Veteran, Receiver wird auch dem Raum. Also Victor Cruz ist ja nicht mehr bei den Giants und der ist ja, war jetzt so fast der alte Hase bei den Jungs. Ja. Und jetzt ein ja, Brandon Marshall dazu. Der wird auch, was die meisten mit nicht wissen, dem Run-Game etwas weiterhelfen, weil er einfach mehr Leute aus der Box rauszieht. Also guter Call. Aber was mich am meisten freut, dass JPP einen dicken Vertrag unterschrieben hat. Der hat sich die Taschen voll gemacht. Ja, gut. Und, aber verdienterweise. Ja, der kann's. Ja, auf jeden Fall. Und hast du jetzt für den Draft, hast du auch so College alles verfolgt? Ehrlich gesagt, also Combine verfolgt, man hört immer die großen Namen. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr, es gab ein paar Jungs, die waren oder viel Mittelmaß, aber es gab ein paar Zahlen, wo man sagt, mein lieber Scholli, die haben Nummern. Ich meine, die 4-2-2, die, keine Ahnung, was genau hier gelaufen ist, also unglaublich. Und ansonsten verfolge ich, sage ich mal, College, außer es NC State, mein eigenes, noch ein bisschen, eigentlich wenig. Okay, aber Miles Garrett hast ja sicher auch mitbekommen, mehr oder weniger deine Position, deine Ausmaße. Unglaublich. Also einfach vom Rennen springen. Also ich war persönlich schon relativ zufrieden. Ich war als der erste Deutsche, der eingeladen wurde aufs Combine. Und ich war zufrieden, sage ich mal, mit meiner Leistung da. Und ich weiß, wie alles abläuft. Aber der, mein Lieber, also ein Freak, muss man wirklich sagen. Absoluter Freak. Krass. Und du bist ja immer noch der einzige Deutsche, der einen Touchdown hat in der NFL, ne? Der erste, der einzigste. Ja, mal gucken. Der Moritz muss es und glaube ich wird es auch in den Kader schaffen bald und dann wird er wahrscheinlich ja, mich mit einigen Touchdowns übertrumpfen, aber den ersten, den werde ich bleiben. Ja, es bleibt dir. Genau. Und noch ganz kurz zu Kasim bei den Broncos. Ja, super geil. Ich glaube, der kommt zu einem guten Team, weil ihnen die spielen auch öfter mal eine 3-4, also ich glaube, es kann gut sein, dass sie ihn als Outside Linebacker ab und zu mal verwenden werden oder er ist wirklich sehr gut im Pass Rush als Third Down Spieler und was sein Riesenvorteil ist, dass er wirklich ein super Special-Team-Spieler ist. Und so einen Jungen wie ein Kasim, sage ich mal, will auch jeder in seiner Umkleidekabine haben, weil er einfach sauschwer in Ordnung ist und er trainiert hart und hat Spaß. Also ja, freue ich mich. Also er macht's ins Team. Auf jeden, ja, bin ich mir eigentlich sicher. Ja. Und letzte Frage noch kurz, mit OBJ und dem Kicking-Net ist noch alles in Butter oder hast du da einen Irren? Ich muss sagen, mein Modell hört mir immer viel. Ich war ja mit ihm auch 2 Jahre, habe ich mit ihm gespielt, als ich gedraftet wurde. Ich habe so ein bisschen gesehen, wie er, sage ich mal, gehypt wurde langsam nach seinem Catchen alles. Und der spielt einfach mit vielen Emotionen, muss man ganz ehrlich sagen. Und da, ja, das ist schon alles im grünen Bereich. Okay. Ja. Alles klar, danke dir. Kein und Problem. Wir hoffen, dich dann bald mal in der Footballerei begrüßen zu dürfen. Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es nach Hamburg schaffe zu euch, aber mindestens auf Skype kriegen wir auf jeden Fall. Perfekt, ja. Das ist ein guter Deal. Okay, cool. Danke dir. Kein Problem. Ja. Hast du dir zwischendurch mal die Nase geputzt, Remo? Oder? Ja. Hat man gehört. Hat man irgendwie so, du hättest den Ton bei dir wohl mal aussaugen müssen. Ja, aber auf jeden Fall, da möchte ich schon wieder das nächste T-Shirt anbinden für Axel. Am Schlawiner packen. Am Schlawiner packen, ja. Einfach nur groß Schlawiner. Sehr gut, sehr, ja, gut, sehr gut. Ja, schönes Interview, Remo. Ja. Das nächste Mal versucht ihr noch ein Mikro einzupacken. Ich fand auch dieses Handy, ich weiß nicht, was er mit dem Handy macht jetzt. Das Handy war wichtig, um die Tonspur notfalls gegebenenfalls normal zu haben. Okay. Und dein Outfit war, du warst vorher auf dem Fischmarkt arbeiten. Genau. Oh. Ich bin direkt aus Hamburg vom Fischmarkt. Schön stinkende Finger noch, die müssen sich sicher halten.
Genau, war trotzdem nett. Ja, war dann ein feiner Kerl und wir hoffen natürlich, dass es doch irgendwie mal, wenn er es nach Berlin geschafft hat, dann ist Hamburg einfach doch, ja, muss man auch mal mitnehmen. Das soll ja auch schön sein hier. Ja. Ja. Und sonst nehmen vielleicht wir per Skype, nehmen wir ihn auch. Genau. Ja, wunderbar. Hier fragt Patrick, fragt noch, wie wir die Chancen der Giants sehen. Wahrscheinlich auf die Playoffs, meint er. ja, wie wir Marcus schon gesagt hat, Brandon Marshall ist eine interessante, aber eine ziemlich coole Verstärkung. Ich glaube, genau das war vielleicht das, was letztes Jahr ein bisschen gefehlt hat. So einer, der gerade was das Playoff-Thema angeht, wir gehen mal noch ein bisschen cruisen. Das ist, glaube ich, da hätte ein Marshall in jungen Jahren definitiv gesagt, ich zahle, aber ich glaube, jetzt mittlerweile wäre halt der Typ, weil er auch noch nie in den Playoffs war, der sagen würde, Leute, ey, hallo, guckt mich an, ich bin eine geile Sau, ich war noch nie in Playoffs, also, ey, kann jedem passieren, ne? Also, so, ich glaube, so ein bisschen für den Lockerroom ist er ein guter Typ, die Defense war sowieso schon gut voriges Jahr, also ein Laufspiel wäre noch gut. Wäre noch gut, wie gesagt, Kuhn Markus hat ja auch gesagt, Kuhn Markus ist auch gut, ne? dass das Laufspiel wahrscheinlich oder durch die Verpflichtung von Marshall auch noch ein bisschen mehr Platz kriegt vielleicht oder dass sie mehr auf die Receiver achten, von daher. Primo wollte auch noch was sagen. Ja. Notfalls ist ja auch kein schlechter, blockt er ja nicht schlecht und was ich glaube, ganz viel bei den Giants kommt halt drauf an, was Eli jetzt noch im Tank hat, ne? Ob der noch werfen kann oder nicht. Ja, mein Geno Smith noch. Ja. Ja, wie gesagt, es kommt viel darauf an, ob Eli noch. Oh Mann, wenn der Tag kommt, da das. Geno Smith rein. Dass Geno Smith, der Starter der Giants, ist im Spiel gegen die Jets. Das war eine schöne Vorstellung. Dann kriegt er von noch einmal auf die Fresse, bricht er sich die Nase nochmal. Wahrscheinlich, live im Spiel. Ja. Aber die Giants sind definitiv ein Team, was man auf jeden Fall wieder auf der Uhr haben muss. Ich glaube, die NFC East, da werden wir, glaube ich, nächste Woche dann drüber plaudern, weil ich glaube, hat Daddy nächste Woche auf der Uhr. Ja. Also jetzt am Freitag. Ich glaube, da werden wir nächste Woche ein bisschen mehr drauf eingehen, Patrick, und wen das auch sonst noch so interessiert, was die NFC East angeht und wie wir da die Geschichte sehen. Auch Flo hat ja schon gesagt, die Cowboys haben ein paar Lücken in der Defense, die sie noch nicht geschlossen haben. Nächste Woche ist perfekt dafür. Mhm. Und da sind wir dann auch Montag wieder am Start, wie gewohnt, wie üblich, wie es sein sollte. Sonst zur Woche kann man sagen, Mittwoch bin ich wieder dran mit Bloggen. Dann hast du das Kutsche wieder am Start. Freitag ist Daddy wieder, wie gesagt, NFC East. Samstag bist du und denkst dir, Remo, wieder irgendeine lustige Top 10 aus. Ja, muss ich mal gucken, was als nächstes auf den Schirm kommt. Eine Frage ist allerdings hier noch aufgeploppt von Patrick Prasniewski, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Was wir über die Chargers denken und ob ein neuer QB im Draft sinnvoll wäre für die Chargers. Also, ich glaube, die Chargers haben jetzt auch schon so verlauten lassen, hey, you never know, wir sind für alles offen, vielleicht auch ein Quarterback im Draft. Ich glaube, an Position 7 sind sie, glaube ich, dran. Ne? Die haben keine Wahl, die müssen einen Safety eigentlich nehmen. Also ein besseres Jahr, um einen fetten Safety zu bekommen, findest du nicht. Da sind einfach ein paar wirklich vorne dabei. Da wird es der Adams sein oder der Hooker und ein Quarterback. Sicherlich muss auch in San Diego darüber nachdenken, was... Wie, wer? In Los Angeles. Ah, okay. Ach ja. Kann man sich irgendwie nicht mit anfreunden mit der Geschichte. Nicht, dass sie den nach San Diego schicken, dann den Namen. Ja. Aber ich sehe es nicht in der ersten Runde bei den Chargers. Vielleicht zweite Runde. Oder die sind bescheuert noch und traden dann in die erste Runde rein. Da gibt es ja immer so hinten raus Green Bay, Seattle und so sind ja immer so Teams, die gerne mal einen Pick mehr bekommen und dafür weiter runtergehen. Also vielleicht ist es, die Nachbarn sind gerade nach Hause gekommen. Hinter dir ist Licht an. Vielleicht, Fenster zum Hof. Vielleicht, also ich kann mir schon vorstellen, dass San Diego auch da nachguckt. Aber wie gesagt, wir haben schon gesagt, die 2017er Quarterback-Klasse reißt jetzt nicht so viele vom Hocker. Aber wenn dann doch dass auf einmal alle NFL-Executives genauso sehen und irgendwie die rutschen immer weiter nach hinten, naja, vielleicht zweite Runde, könnte passieren, ne? Ja, muss man gucken, vielleicht Mahomes, ne? Zweite, dritte Runde oder so. Einfach mal einen Dart reinwerfen ins Blaue, vielleicht trifft man so einen wie Prescott, wenn man Sechser am Lotto gewinnt. Ja, da bin ich auch mal gespannt nächstes Jahr. Aber das ist ein Thema für eine andere Sendung. Ja, Tom Meyer fragt noch, ob wir Simon Kritzer kennen, deutscher O-Liner, recruited von Bucknell. Ich glaube, der gehört auch zu der Gridiron Imports-Clique von Björn Werner. Da sind ja eine Menge Jungs dabei. Die haben wir auf jeden Fall alle immer wieder auf dem Schirm. Und das bringt uns
Das ist auch wieder eine super Überleitung. Zum ersten Videoblog von Gerrick Vollmer, der ja auch bei Gridiron Imports am Start ist. Gerrick Vollmer, mit dem wir vor ein paar Wochen gesprochen haben, kommt ja eigentlich aus Hamburg, geht jetzt an die University of Virginia und wir begleiten ihn auf seinem Weg ans College und dann auch durchs College durch und wer weiß wohin noch. Und am Dienstag, eigentlich wollten wir heute den ersten Videoblog starten, aber nun sind wir hier live. Und am Dienstag gehen wir mit seinem ersten Videoblog an den Start. Also freut euch da schon mal drauf. Gerrick Goes College heißt der Spaß. Und da wird er regelmäßig jetzt immer so ein bisschen über sein Leben plaudern, wie es jetzt so abläuft, wie Recruiting war, wie College-Leben ist. Und wenn ihr da auch Fragen habt und sagt, ey, ich habe da auch Bock drauf, ich möchte auch von Hintertupfing in die NFL, dann einfach drunter kommentieren und schreiben, was ihr gerne mal wissen wolltet. Und dann geben wir es an Gerrick Vollmer weiter und dann... ja, blockt er darüber. So machen wir das. So Mucki Dad. Gut. In diesem Sinne sind wir für heute ja noch durch, oder? Ja, würde ich sagen. Ja. Alles klar. Tschüss, Remo. Remo, danke nochmal für deinen Einsatz gestern Abend. Sehr gerne, war mir eine Ehre. Und das nächste Mal auch mit der Mütze bei uns dann, in dem Outfit, bitte. Und Michael, nein, Las Vegas Raiders, es klingt doch geil, das passt einfach. Ja, passt. Die Faust aufs Auge. Da wirst du auch nicht so einen Versprecher haben, wie eben nochmal mit dem San Diego. Okay, das ist wieder ein anderes Thema. Ja. Andere Woche und so weiter. Ist auch noch ein bisschen hin. Tschüss, Remo. Ja. Remo, mach's gut. Und ihr da draußen, schön, dass ihr da wart, trotz Sonntagabend. Jetzt, wir sind auch pünktlich raus. Oh nein, scheiße, die Tagesschau hat schon angefangen. Denn wir sind raus, aber ihr könnt den, wie heißt das Ding? Tatort. Könnt ihr gucken. Alles gut. Ich bin schon mal weg. Du bist schon mal weg. Du machst jetzt gleich, Flo drückt jetzt gleich noch den Knopf. In diesem Sinne, Flo, schmeiß uns raus. Mach den Rausschmeißer hier, Flo. Macht's gut. Schönen Abend.